Weißt du schon, wen du wählen wirst? Die Separatisten oder die Föderalisten? Schon gut, musst du nicht sagen. Es ist vollkommen egal. Deine Stimme macht sowieso keinen Unterschied. Beide Parteien füttern dich seit Jahren mit dem gleichen alten Bullshit. Kapitalismus ist scheiße. Der Traum von freiem Willen ist eine Dystopie. Eine Welt ohne irgendwelche Werte, Hoffnung und menschliche Empathie. Alles, was sie wollen, ist, dass wir arbeiten, bis wir tot umfallen. Ein Rad in ihrer Maschinerie zu sein, bis wir vergessen haben, dass wir Menschen sind. Und es ist immer dieselbe Leier. Wir können reich sein, wenn wir wollen. Wir müssen nur hart genug arbeiten und uns um uns selbst kümmern. Dann schaffen wir es bis ganz nach oben. Lügen, Lügen, alles beschissene Lügen. Der amerikanische Traum ist tot. Wir leben den amerikanischen Albtraum. Ein Albtraum, aus dem wir niemals erwachen. Wacht auf! Armut in allen Spektralfarben des Regenbogens. Zwei Tode zum Preis von einem nur heute. Meine lieben Einwohner von Night City, es wird Zeit, dass ihr aufhört, ihre Lügen zu schlucken. Zeit, dass ihr jetzt die Alternativen erkennt. Das System werden wir nicht verändern. Es gehört abgeschafft, ein für alle Mal. Oh, tut mir echt leid. Habe ich deine Lieblingssendung unterbrochen? Gut, denn es wird Zeit aufzuhören. Aufzuhören, dir diese verblödete Scheiße anzuschauen. Weg mit den kapitalismusgetunten Optiken. Sieh endlich die Wahrheit. Genau, denk doch mal darüber nach, was du dir da anschaust. All dieses behämmerte, neuronenabstumpfende Entertainment. Zugeschnitten nur auf die primitivsten Instinkte. Interviews mit Stars, die ihre Seelen dem Teufel verkauft haben. Verdammte Propheten, die rund um die Uhr den Egoismus predigen. Werbeeinspiele, die euch sagen, kauf das, chip das, friss das. Das ist alles Mist, den sie dir permanent ins Hirn pumpen. Und irgendwann verlernst du das Denken, Zweifeln, Träumen. Die Fähigkeit, für sie unbequeme Fragen zu stellen. Denk nach, warum müssen wir unsere Körper zerstören, nur um Arbeit zu finden? Warum versinken wir in Bergen von Schulden und trotzdem zahlen wir höhere Steuern als die Milliardäre? Und ja, warum haben wir in Night City viel mehr Angst vor der Polizei als vor den Gangs? Mach sofort die Glotze aus! Genau, mach sie aus! Und jetzt sieh nach, wie viele Bildschirme in den Fenstern deiner Nachbarn auf einmal dunkel werden! Daran siehst du, wie viele wir sind! Stell dir vor, was passieren würde, wenn wir uns alle gemeinsam erheben würden! Zugleich und vereint! Glaub mir, dieser Tag wird kommen! Und zwar schneller, als du denkst! Hey du! Ja du! Ich rede mit dir! Hast du gestern ein Tier gesehen? Ist ganz egal, was für eins. Eine Kakerlake oder eine Ratte? Genau das dachte ich mir. Weißt du, was aus unserer alten Stadt geworden ist? Eine Wüste aus Glas, Stahl und dergleichen. Regierungen und Konzerne sagen, das sei alles in unserem Interesse. Weil nur so die nächste Vogelgrippe aufgehalten werden kann. Oder Schweinegrippe oder Corona-Grippe. Und das sollen wir jetzt einfach schlucken, ohne es zu hinterfragen? Wacht endlich auf, Leute! Seht euch an! Wir errichten künstliche Städte im Orbit und speichern unser Gedächtnis auf integrierten Schaltkreisen, erschaffen künstliche Intelligenzen, aber ein scheiß kleines Impfmittel? Nein, das gibt es leider nicht! Wollt ihr wissen, warum? Die Konzerne wollen die Natur zerstören! Sie kriegen keine Nutzerdaten und auch keine Urheberrechte von ihr! Also essen wir künstlich gezüchtete Hühner, künstlich gezüchtete Pflanzen, Scheiße! Sogar die Photosynthese haben sie sich schützen lassen. Genug ist einfach genug. Wird Zeit, dass wir endlich Stopp sagen. Oder die sechste Auslöschung ist das Ende und radiert alles aus. Und es ist nicht nur das Essen, sondern auch unser Körper. Es gibt nichts, was man nicht austauschen, verbessern und modifizieren kann, damit sie mit jedem Atemzug und Herzschlag von uns Profit machen können. Und was ist mit euren Kindern? Aus Sicht der Konzerne sind sie ein unerschlossenes Marktsegment. Verdammter Profit, der ihnen gerade entgeht. Schon bald werden euch unsere tech-faschistoiden Herrscher davon überzeugen, dass Kinderkriegen kein naturgegebenes Recht ist, sondern ein Privileg, für das ihr sehr viel Geld zahlen müsst. Das Wasser, das ihr trinkt und das Essen, das ihr esst, sie mischen es mit Chemikalien, die die Fruchtbarkeit reduzieren soll. Und in Zukunft kommen Babys dann nur noch auf sterilen Wassertanks. Mit einer Seriennummer auf der Stirn, keine Nabelschnur mehr, sondern nur noch Kabel, die sie ernähren. Öffnet endlich die Augen! Nutzt euren Verstand, bevor es zu spät ist!
Herzlichen Glückwunsch! Wenn du da sitzt und das siehst, heißt das, du hast überlebt! Kein Wahnsinniger ist bei dir eingebrochen, während du geschlafen hast. Kein Spinner hat dir heute auf dem Weg zur U-Bahn seine Knarre an den Kopf gehalten. Kein Cyberpsycho hat dich heute beim Essen einkaufen in kleine Stücke zerfetzt. Die Leute, die an der Macht sitzen, sagen, dass sie nichts tun können. Dass kein Geld für die Polizei da ist. Dass keiner weiß, was der wahre Auslöser für Cyberpsychosen ist. Dass der Drogenhandel einfach unvermeidbar ist. Lügen, das sag ich euch! Dreckige, stinkende Lügen! Wisst ihr, was sie damit bezwecken? Sie wollen, dass ihr euch in die Hosen macht, jedes Mal, wenn ihr irgendwo Schritte hinter euch hört. Jedes Mal, wenn jemand an die Tür klopft. Sie wollen, dass ihr eure Knarre rausholt und den Abzug drückt. Aber ist euch eigentlich klar, wovor sie Angst haben? Vertrauen! Vertrauen zwischen euren Nachbarn und Mitmenschen! Weil es uns zu Verbündeten machen würde, anstatt zu Feinden. Davor haben sie Angst. Unsere Gesellschaft ist vollkommen zerrüttet. Wir sind ein Haufen depressiver, einsamer und egomanischer Individuen. Deswegen klammern wir uns an jeden Dahergelaufenen, der uns einen Chip mit einem Traum verkauft. Ein Traum von einem besseren Leben. Wir müssen lernen, wieder miteinander zu reden. Lernen, keine Angst mehr voreinander zu haben. Einander zu vertrauen. Denkt immer daran, Veränderung beginnt bei euch selbst. Hey du, was gab's heute? Stop-Pasta aus der Tube? Fleischspray? Gelbes Leitungswasser mit Glukosesirup aus der Dose? Was glaubst du, gönnen sich die Konzerne jeden Abend da draußen? Ich sag's dir, blutige Steaks und Hummer auf Silbertellern. Wein aus einer Zeit, in der nicht ständig saurer Regen fiel. Meine Güte, wie sich die Dinge verändert haben. Die Reichen haben ihre Lebensspanne um Jahre verlängert. Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte. Sie tauschen ihre Organe mit Implantaten aus, heilen Krebs mit Nanitten. Und glätten ihre Falten und kleinen Fettröllchen mit Zündhaut. Wie schön es doch war, als wir wenigstens im Angesicht des Todes alle vollkommen gleich waren. Die Mäuren durchtrennten deinen Faden und Charon trug dich für einen kleinen Obolus über den Fluss der Unterwelt Styx. Doch wenn ihr denkt, das sei ihnen genug, nein. Von Arasaka gibt es einen neuen Biochip, Relic. Und darauf lässt sich das menschliche Bewusstsein speichern. Das Wissen und die Erinnerung. Alles, was nicht Fleisch und Blut ist. Die Erfindung des Relics ist das Ende des Todes. Die oberste Schicht der Superreichen wird ihn benutzen, um sich ihr eigenes Paradies zu erschaffen. Hier auf Erden. Doch allerdings wird dir anstelle von Petrus ein Computerterminal den Preis deiner Seele verkünden. Und was wird dann aus dem Rest von uns, blassen, gewöhnlichen Bürgern Night Cities, während sie in ihren verglasten, piekfeinen Wolkenkratzern herumhocken, wie im neuen Olymp, lecken wir die Scheiße von den Bordsteinen. Unsere Körper sind heutzutage nichts als trockene, widerliche Kokons. Aus ihnen soll unser wahres Ich verbessert, modifiziert und unsterblich herausschlüpfen und sich zeigen. Ja, ihr denkt vielleicht, dass das schon immer so war. Die Reichen und die Armen, die Unzufriedenen und die Zufriedenen. Wacht auf, Mitmenschen! Es wird endlich Zeit, den Millionären dieser Welt mal kräftig in den Arsch zu treten. Das ist die letzte Chance. Der letzte Schritt, den wir haben, bevor wir schlafwandelnd in den Abgrund stürzen.